unsere größte Herausforderung ist es, als unser gemeinsames Problem zu sehen und uns als ein Uns zu sehen, nicht für die da. Und wie viel Hoffnung haben Sie denn in Paris? aus meiner Position bei der UNO muss ich sagen, aber ich sage das auch als Coco, als Person, das ist unsere Chance. Und wir müssen diesen Chance ergreifen. Und es gibt Hoffnung. Die derzeitige Herausforderung kommt nicht überraschend für manche in der Politik, ja, oder für uns manche. Aber das ist absehbar angesichts dieses Hintergrundes eines Wohlstandsgefälles. Eines Wohlstandsgefälles, wo 10%, nämlich Sie, Ihre Zahl, wir Industrieländer, 90% des Vermögens für sich beanspruchen. Und die Frage ist, wie reagiert die Weltgemeinschaft? Und es ist einfach nur beschämend, ich möchte das unterstreichen, beschämend, dass von 8 Milliarden Zusage an das World Food Programm 4,5 Milliarden eingelöst sind. 3,5 Milliarden fehlen. Der Mensch unterscheidet sich als kulturelles Wesen. Und dieses Kulturelle gehört genauso dazu, das gehört genauso in das Care-Paket, sag ich mal, wie eben Bohnen, Linsen oder Wasserpräparate, die das Wasser reinigen. Und dazu sind wir auch angetreten und sagen, hier sind wir möchten was machen. Und wer uns unterstützen möchte, da sehen wir eher einen guten Partner. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Also wir sind bereit. Jeder Mensch auf dieser Welt hat das Recht, ein Leben in Vielfalt zu leben. Und das, was oft zu kurz kommt, was jedem Menschen geben, die Möglichkeiten, sich auszudrücken, Ästhetik zu erleben, sich intellektuell mit etwas zu befassen, das vergessen wir ja oft. Und sie geben dadurch natürlich den Menschen auch ein Stück Würde zurück. Und nicht nur dadurch, dass sie dann mit den Leinwänden auf die Kölner Domplatte kommen, sondern ich glaube generell, dass wir solche Projekte kommunizieren können, wirken wir auch diesem Stereotyp des Hilfsempfängers entgegen. Kennedy nach dem Motto, frag nicht, was die Gesellschaft für dich tut, sondern was du tun kannst. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was jeder von uns Einzelnen jeden Tag macht. Wie er mit Menschen umgeht, mit Menschen anderer Nationen. Wir haben hier bestimmt alle, jeder von uns hier auf dem Podium durch seine persönliche Vita, ich habe polnische, italienische, was weiß ich, Wurzeln bei Ihnen auch. Das müssen wir leben jeden Tag. Und ich will einfach, dass jeder rausgeht und sagt, ich habe eine Verantwortung, ich möchte diese Verantwortung ein Stück weit da, so wie es kann, gerecht werden und einfach etwas dafür geben und nicht warten, dass irgendjemand kommt, mir ein Programm strickt oder sonstiges, sondern dass man rausgeht und das selber macht.